Ich brauche jetzt ein bisschen schöne Zeit, gemütliche Zeit und deshalb zeige ich euch jetzt die Neuzugänge für den August. Sprich, ich umgebe mich mit Büchern, die ich euch zeigen kann, denn die letzten Tage waren einfach furchtbar. So grausame Schlagzeilen, die machen mich traurig und deprimiert und deswegen brauche ich jetzt was Schönes. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Maris Salon die Liebe und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn es heute um die Neuzugänge für den August geht. Und ja, der August war wirklich lange. Ich hatte dann ja auch einige Tage frei und deswegen darf ich euch heute ganz viele wunderschöne Bücher zeigen und ich brauche das im Moment auch wahnsinnig fürs Herz, denn ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Diese Woche war richtig, richtig übel, ganz, ganz furchtbare Schlagzeilen. Und deswegen muss ich jetzt was Schönes tun und deswegen zeige ich euch meine neuen Bücher im August. Der August war lang. Irgendwie war er lang und er war heiß. Er war mega heiß und deswegen waren Spaziergänge in der Buchhandlung immer so schöne Abkühlung. Natürlich habe ich jede Menge gute Bücher gefunden und mitgenommen. Und ich freue mich jetzt wirklich mehr oder weniger in diese Bücher eintauchen zu können, weil ich mich zurzeit einmal richtig so traurig fühle und überfordert, emotional überfordert. Und da ist es kein Wunder, dass ich ganz viel Fantasy und ganz viel Romance habe, denn die Wirklichkeit ist im Moment für mich sehr deprimierend und ja. Also gibt es jetzt auf jeden Fall schöne Bücher. Schreibt mir natürlich gerne in den Kommentaren, ob ihr die Bücher kennt, gelesen habt, wie ihr sie gefunden habt. Und natürlich interessiert mich immer brennend, welche Bücher bei euch so neu eingezogen sind. Welche habt ihr gekauft? Ich schaue Neuzugänge-Videos bei allen Kanälen eigentlich total sehr gern. Weil, total sehr gern, toller deutscher Satz. Weil ich bin natürlich selbst irgendwie eher in einem Beuteschema gefangen. Es ist so, man hat so seine Lieblingsgenre, man hat so seine Bücher, zu denen man gern greift. Und dann bin ich bei anderen Booktuberinnen und Booktubern wirklich gern mit dabei, wenn sie ihre Neuzugänge zeigen, weil da finde ich dann schon auch Bücher, die mich interessieren, zu denen ich wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht gegriffen hätte. Aber ich finde das immer wieder spannend, wenn man dann neue Bücher entdeckt. Okay, es sind einige und deswegen lasst uns gleich loslegen mit den Rezensionsexemplaren. Die zeige ich natürlich immer besonders gern, weil ich wirklich glaube, dass die immer an vorderster Front gehören. Ja, wir haben wieder kurzen Besuch heute einmal von Limon, unserem Rotling. Der ist aber nicht so, der muss nicht ständig vor der Kamera stehen, also nicht wieder Pablo, der sich hier schon wieder bequem gemacht hat. Rezensionsexemplare. Es sind im August 3 gekommen. Eines, ich glaube wirklich am 1. oder 2. August, und auf das habe ich mich ja mega gefreut, der dritte Teil der Heimkehr-Trilogie, Vielleicht können wir glücklich sein, von Alexa Hennig von Lange, erschienen im Dumont Verlag. Ich bedanke mich nochmal herzlich, weil ich wollte unbedingt wissen, wie es ausgeht. Ich wollte wissen, was Clara noch zu erzählen hat. Alexa Hennig von Lange hat in diesem Buch die Memoiren oder die Geschichte ihrer Großmutter mitverarbeitet. Ihre Großmutter hat ihrer Familie über 100 Audiokassetten hinterlassen und dort ihre Geschichte von den 20er Jahren weg erzählt. Und das ist ein wahrer Schatz. Ein Füllhorn an Geschichten, der sich da verbirgt, und mit diesem dritten Band wird das Buch oder die Reihe komplettiert. Ihr werdet es auf jeden Fall im Lesemonat August wiederfinden. Das habe ich natürlich sofort gelesen, verschlungen, und ja, es war gut. Zweites Buch, das Mitte des Monats bei mir eingetroffen und eingetrudelt ist, vom Eisele Verlag. Da bedanke ich mich auch recht herzlich, und zwar von Julie von Kessel, Die anderen sind das weite Meer. Wer lesen kann, ist klein Vorteil. Und Julie von Kessel kenne ich schon ein wenig. Ich habe von ihr schon was gelesen. Das hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. In der Zwischenzeit war es ein wenig ruhiger, aber jetzt, wo ich gesehen habe, oh, es kommt was Neues, habe ich
beim Verlag angefragt, ob ich es denn lesen darf. Es hat hier diesen sehr, sehr grellen orangen Buchschnitt. Also das macht so, wenn man es hinlegt, einen leichten Schatten, der orange leuchtet. Also es ist echt gelungen. Und in dem Buch geht es um Hans, der das Oberhaupt der Familie ist und in die Demenz abgleitet. Er hat 3 Kinder. Wir haben einmal Luca, Thomas und Elena. Und die 3 fühlen sich mit dieser Situation rund um ihren Vater überfordert, beziehungsweise keiner der 3 hatte eine sehr, sehr gute Beziehung zum Vater. Nun müssen aber dennoch Entscheidungen getroffen werden, und als Hans dann kurzfristig auch noch verschwindet und sich jeder fragt, wo ist er denn, müssen die 3 sich zusammenrappeln und gemeinsam eine Lösung finden. Ich habe das auch schon gelesen. Mein Problem, ich kann sowas natürlich ganz, ganz schlecht subjektiv beurteilen. Es geht um Pflege, es geht um Entscheidungen treffen. Da habe ich ja Erfahrung darin, und deshalb ist sowas für mich natürlich immer sehr, sehr nah. Und ich habe es gelesen, und das kommt ebenfalls im Lesemonat August dran. Am 31. August ist dann tatsächlich noch ein Leseexemplar bei mir eingetroffen, das ich beim Bloggerportal angefragt habe. Oh. Jetzt mag er doch im Fernsehen sein. Gell? Ja, alles gut. Und das wird natürlich erst im September gelesen. Das neue Buch von Claire Pooley, Wie man würdelos altert, erschienen im Goldmann Verlag und übersetzt von Stefanie Retterbusch. Claire Pooley mag ich sehr gern, Montags bei Monika bzw. Das Wunder von Bahnsteig 5. Die haben mir beide sehr gut gefallen, und hier setzt sie ein wenig fort, was sie in Das Wunder von Bahnsteig 5, habe ich vorhin gesagt, Das Wunder von Bahnsteig 4? Das Buch heißt Das Wunder von Bahnsteig 5. Da hatte sie eine ältere Protagonistin, und das mag ich sehr gern, und das führt sie hier weiter. Wir haben Daphne, die ihren 70. Geburtstag feiert und eigentlich mit ihrem Leben recht zufrieden ist, aber sie glaubt, dass sie zu wenig Freunde hat. Und sie meldet sich zu einem Seniorentreff an, findet dort wahrscheinlich sehr einzigartige Freunde, und dann wird aber das Gemeindezentrum, in dem der Seniorentreff stattfindet, scheinbar soll er geschlossen werden, und jetzt fangen sie gemeinsam an, um diesen Treffpunkt zu kämpfen. Ich mag solche Geschichten sehr gern, wenn es um gemeinsame Projekte geht, die man irgendwie retten möchte. Also das mag ich. Ich bin da immer live dabei, und ich bin ganz davon überzeugt, dass mir das Buch gefallen wird. Es ist auf meiner Want-to-Read-Liste für den September natürlich drauf. Ich verlinke auch oben das Video, dann dürft ihr da gern schauen, was denn sonst noch bei mir auf der Want-to-Read-Liste ist. Gekauft habe ich dann auch, geplant natürlich, weil ich wollte wissen, wie es weitergeht. Gemeinsam mit der Dunja lese ich es gerade, und zwar der 3. Teil von Die magische Bibliothek, Asche und Feder von Rachel Kane, erschienen im Heine Verlag und übersetzt von, steht nicht da hinten, von Beate Brammertz. Ihr seht, ich bin schon am Lesen, ich bin fast bei der Hälfte. Es hat sich leider ein wenig nach hinten verzögert. Wir wollten es schon im August lesen, aber dann hat es Terminkollisionen gegeben. Und wir lesen es aber jetzt. Ich kann euch nicht sehr viel erzählen, nur dass ich die Reihe wirklich gern mag. Die Dunja und ich, wir sind uns einig, bereits nach den ersten 2 Abschnitten. Da geht was weiter. Wir haben im Mittelpunkt immer noch Jess Brightwell und seine Kommilitonen aus der magischen Bibliothek, die, wie soll ich sagen, von einem Schlamassel ins nächste geraten. Es ist eine Jugendbuchreihe, ich weiß nicht genau, ab welchem Alter ich das empfehlen würde. Es ist nämlich dann zum Teil schon sehr heftig, was da so passiert. Entschieden habe ich mich, ein weiteres Buch einer deutschsprachigen Autorin zu holen, und zwar von Lian Mars, das neue Funkenmagie, im Drachenmund Verlag erschienen, mit diesem richtig schönen, tollen Buchschnitt. Ich habe ja vor kurzem Queen of Magic gelesen von der Autorin, und ich mochte sehr gern. Der Schreibstil war toll. Ich fand diese Mischung aus
Fantasy-Ebene, Realität einer klitzekleinen, wirklich gut beschriebenen Liebesgeschichte. Ich fand die Mischung grandios und da hoffe ich mir was Ähnliches und da klingt der Klappentext einfach so toll. Das war dann auch der Entschluss zu sagen, okay, das würde ich gerne lesen. Eigentlich hat Inea schon genug Schwierigkeiten, ihre zwei kleinen Drachen und sich selbst am Leben zu erhalten. Doch dann wird auch noch das Schloss belagert, in dem sie als Kaminkehrerin arbeitet. Das ist der zweite Aspekt. Ausgerechnet in diesen unsicheren Zeiten verliebt sie sich in den Kriegsmarier Eamon. Zu spät begreift sie, dass er zum Fürsten gewählt wurde. Ein unberechenbares Wesen aus Feuer und Magie, das in Zeiten höchster Not erschaffen wird. Sobald der Kriegsführer seine Aufgabe erfüllt hat, muss er sterben. Auf keinen Fall darf er sich verlieben, sonst verliert er seine Macht. Doch Eamons Herz gehört Inea. Nur wenn er sie tötet, kann er sein Volk retten. Inea kämpft daraufhin für ihre Drachen und ihr Leben, für ihr Volk, doch vor allem für ihre Liebe. Das hat so viele Aspekte, die mich angesprochen haben. Sie hat zwei Drachen statt Katzen. Sie ist Kaminkehrerin und dann natürlich die Liebe, die dazu kommt. Es klingt richtig toll. Einen zweiten Teil hat es dann auch im August gegeben und zwar von Carissa Broadbent, der zweite Teil der, ich habe schon wieder vergessen, wie die Reihe heißt, heißen dort der zweite Teil The Ashes and the Starkhurst King, erschienen im Carlsen Verlag und übersetzt von Heike Holtsch und Christina Flemm. Ja, ich kann euch nicht sagen, um was es geht. Ich bin da schon dem Hype hinterhergerannt, das gebe ich zu. Ich liebe auch hier diesen Buchschnitt. Das Cover ist wieder wunderschön und innen drin haben wir hier ebenfalls wieder absolut genial gestaltet. Das müssen wir jetzt auch wieder anerkennen. Es schaut so an. Und hinten haben wir auch noch diese Prägung oder eigentlich den Druck. Also ich finde es schön. Dann habe ich noch einen weiteren Punkt. Ich glaube aber, dass es die Geschichte tatsächlich etwas für mich sein wird. Wir haben hier noch Teil 2. Das steht hier. Seht ihr das? Ich finde das genial. Ich mag das. Worum geht's? Weiß ich nicht. Das ist ein zweiter Teil. Ich will mich nicht spoilern, also lasse ich es. In den Vorschauen für den August ist... Oder war es im September? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Dieses Büchlein. Und zwar von Laurie Gilmore, Meet Me in Autumn, erschienen bei HarperCollins und übersetzt von Martina Takacs. Ja, es hat auch einen Buchschnitt, aber ich hätte es auch ohne den Buchschnitt gekauft. Ich mag das Cover, aber ich mag vor allem dieses Gilmore und dieses Feeling, das gleichzeitig mit dem Klappentext kommt. Als Jeannies Tante ihr das geliebte Pumpkin Spice Café in der Kleinstadt Dream Haver schenkt, ergreift sie die Chance auf einen Neuanfang abseits ihres langweiligen Schreibtischjobs. Dort angekommen, trifft sie auf den Farmer Logan, der nichts für den Klatsch und Tratsch der quirligen Kleinstadtbewohner übrig hat und lieber für sich bleibt. Doch Jeannies Ankunft bringt Logans Routinen durcheinander und er will nichts mit der irritierend unbekümmerten jungen Frau zu tun haben, auch wenn er sich auf unerklärliche Weise zu ihr hingezogen fühlt. Ja, ich glaube, das ist gewollt, dieses Déjà-vu rund um die Gilmore Girls und so weiter. Muss im Herbst jetzt gelesen werden. Auch in den Vorschauen für den August war das neue Buch von Susan Elizabeth Phillips. Das ist die Chicago Stars Reihe, Teil 10, glaube ich. Am besten für immer im Blanc-Vallée Verlag erschienen und übersetzt von Claudia Geng. Ich mochte ja den Band davor megamäßig gern. Der steht da oben und der wird nie ausziehen, weil ich die Geschichte so, so toll fand. Und ich hoffe, dass SEP hier anknüpfen kann. Rorys größter Wunsch ist es, als Chocolatier, lasst euch das auf der Zunge zergehen, in ihrem eigenen Laden zu arbeiten. Doch der Traum liegt in weiter Ferne.
das liebe Geld. So begnügt sie sich vorerst mit einem kleinen, aber feinen Foodtruck. Auf einer Party zu Ehren ihres Bruders Clint, einem millionenschweren Footballstar, schaut sie sehr tief ins Glas und landet mit einem gefährlich attraktiven Mann im Hotelbett, der am nächsten Morgen spurlos verschwunden ist, dafür $500 dagelassen hat. Was für ein Idiot. Durch Zufall treffen sie sich wieder und Rory wird klar. Der Idiot namens Brett ist der Agent ihres Bruders und dann wird Clint des Mordes verdächtig und Rory und Brett müssen zusammenarbeiten, um seine Unschuld zu beweisen. Ja, ich hoffe, das wird so gut, wie ich mir das erwarte. Ein Buch, das nicht auf den Sub wandern wird, weil ich habe es schon gelesen, und zwar habe ich das im letzten Jahr schon gelesen. Ich habe es damals als Rezensionsexemplar bekommen, als E-Book, und jetzt muss es natürlich hier als Taschenbuch einziehen. Ich habe nämlich den ersten Teil der Heimkehr-Trilogie ebenfalls als Taschenbuch hier und natürlich muss der zweite Teil als Taschenbuch bei mir einziehen, und zwar Zwischen den Sommern von Alexa Hennig von Lange, erschienen im Dumont Verlag. Wenn ich es nicht vergesse, blende ich euch hier den Lesemonat ein, wo ich das bewerte, beziehungsweise das Buch ist auch auf der Highlight-Liste für das Jahr 2023 dabei. Ein Buch, das bei mir einziehen musste, weil mir die Thematik so zusagt und ich einfach glaube, dass das genial wird, und ich möchte das unbedingt jetzt auch im September noch lesen, und zwar das neue Buch von Julie Soto, Not Another Love Song, erschienen im Goldmann Verlag und übersetzt von Bettina Hengesbach. Es geht um eine junge Frau, sie heißt Gwen Jackson, die talentiert ist und die sich aber alles im Leben hart erkämpfen musste. Sie spielt Geige und bewirbt sich um die erste Geige im Pops, Manhattan Pops Orchestra. Und dort gibt es den Xander Thorne, der aus einer guten Familie kommt und der ein wahres Genie ist. Und dem fällt alles in den Schoß. Und die zwei matchen sich um diese Stelle, und ich glaube, das wird ein Matchup werden, weil wenn die beiden gemeinsam spielen, wird das Magie sein, und sowas finde ich richtig schön und toll. Ja, und es hat auch diesen Buchschnitt, aber ich hätte es auch ohne den Buchschnitt gekauft. Buchschnitt. Im August gab es dann auch was Neues von Rebecca Yarros, und ich bin ein Rebecca Yarros-Fan. Ich mag ja nicht nur ihre Fantasy-Geschichten, sondern auch ihre Romance-Geschichten, ihre Contemporary Romance, und dieses Mal gibt es alles, was ich geben kann. Erschienen im DTV-Verlag und übersetzt von Michelle Landau. Falls jemand ein Déjà-vu hat, wenn er weiß, wie dieses Buch auf Englisch heißt, und zwar The Last Letter, das habe ich letztes Jahr aus London mitgenommen. Ja, ich werde es nebeneinander ins Regal stellen, damit beide dort sind, weil ich werde das ganz bald lesen. Ich kenne mich. Ich habe jetzt versucht, mir in Gedanken den Inhalt zusammen zu... Verstehe ich nicht, kriege ich nicht hin, und deswegen lese ich jetzt ein bisschen was vor. Ella hätte nie gedacht, dass sie als Brieffreundin eines anonymen Soldaten in diesen einen wahren Freund finden würde. Dennoch entwickelt sich eine tiefe Zuneigung zwischen ihr und Chaos. Vielleicht sogar mehr. Dann treffen Ella mehrere schwere Schicksalsschläge, und als auch noch die Briefe von Chaos ausbleiben, muss sie glauben, dass sie alleine auf der Welt ist. Obwohl er sie nicht persönlich kennt, hat Beckett, alias Chaos, sich in die Frau hinter den Briefen verliebt. Ella, die Schwester seines besten Freundes. Als dieser stirbt, bittet der Bäcker in einem letzten Brief, Ella beizustehen. Beckett wird alles tun, um Ella zu unterstützen, aber er wird ihr niemals sagen können, wer er wirklich ist. Und Ella heißt nichts mehr als Lügen. Ich glaube, dass das mega dramatisch wird. Machen wir uns nichts vor, es wird mega dramatisch, es wird emotional werden. Ich habe auch schon einige gehört, die gesagt haben, es ist wirklich, wirklich zum Teil sehr, sehr traurig und nicht ganz einfach. Aber ja, ich mag Rebecca Yarros. Und kommen wir zu den Impulsivkäufen. Derer gibt es einige im August. Beim ersten, das habe ich gebraucht gekauft über Vinted. Und das war ein Buch, das irgendwie auf meinem Radar war, aber nie so sichtbar, sondern einfach nur, ja, irgendwann. Und dann habe ich es total günstig, ich glaube um 3,50 Euro gesehen, und das nehme ich jetzt. Und zwar von Takis Würger, der Club. Das ist diese Sonderausgabe im Kein und Aber Verlag mit diesem Buchschnitt. Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe mit verschiedenen Buchschnitten.
Und Takis Würger, das ist jetzt mein zweites, das von ihm am Sub liegt, sind ja nicht dicke Bücher. Und ich möchte aber unbedingt auch bald lesen, weil Takis Würger hat mich damals mit seinem Unschuld, glaube ich, hieß das Buch, wirklich überzeugt. Und Noah, dafür muss ich aber gerüstet sein. Das hat Inhalt. Als Hans den Auftrag erhält, an der Universität in Cambridge ein Verbrechen aufzuklären, ahnt er noch nicht, worauf er sich einlässt. Es gelingt ihm, Mitglied im elitären Pit Club zu werden und hinter die Kulissen dieser exklusiven Gesellschaft zu blicken. Schließlich muss Hans entscheiden, ob er das Falsche tun soll, um das Richtige zu erreichen. Ah, da wird er uns wieder vor moralische Fragen stellen, und das mag ich ja sehr gern, wenn man sich selbst oft im Spiegel ansehen muss und seine Entscheidungen überdenkt und vielleicht draufkommt, nicht unbedingt die beste Entscheidung gewesen. Ich habe dann meine Freundin Lisa, die hat einen Kanal auf Instagram, Zeilenhagel, wieder getroffen. Die ist Tirolerin, wohnt jetzt aber in Deutschland seit etlichen Jahren, und dann haben wir uns in der Mitte getroffen, und das war Ulm. Da haben wir, es war sehr, sehr heiß, sind in der Stadt herumspaziert, und natürlich sind wir von einem Buchladen in den anderen, der uns so über den Weg gelaufen ist. Und ich habe mich dann entschieden, zur Feier des Tages zwei tolle Bücher mitzunehmen, weil ich das erste Buch, das ich von der Autorin in diesem Jahr gelesen habe, so ungemein toll gefunden habe. Und zwar spreche ich von Claire Keegan. In dem Fall erschienen im Steidl Verlag, reichlich spät, übersetzt von Hans Christian Oeser. Und ein Sommertag in Dublin, nach einem scheinbar ereignislosen Tag im Büro, nimmt Katal den Bus nach Hause. Die Landschaft zieht an ihm vorüber, die waldigen Hügel, auf denen er noch nie gewesen ist, und er denkt an Sabine, die ein bisschen schielt und die gut kochen kann, die auch im Winter barfuß am Strand spazieren geht, die Hügel besteigt, die zu viel Geld ausgibt und zu viel Raum einnimmt und zumindest über die Hälfte von allem bestimmen will. Die Frau, mit der er hätte leben können, wäre er ein anderer Mann gewesen. Ganz, ganz dünn. Und ja, für das, dass sie so dünn sind, sind sie nicht ganz günstig. Aber ich wollte unbedingt das dritte Licht, habe ich hier stehen, und ich möchte dieses dazustellen. Und dann habe ich mir auch noch das zweite gegönnt. Und zwar Claire Keegan, Kleine Dinge wie diese, ebenfalls im Steidl Verlag erschienen und übersetzt von Hans Christian Oeser. Das klingt meiner Meinung nach noch viel besser. Die Book Friends haben es, glaube ich, jetzt im August gelesen. Ich glaube, die Maike. Ich würde jetzt aber nicht drauf schwören. Wer etwas auf sich hält in der Kleinstadt New Ross, gibt seine Wäsche ins Kloster. Auch wenn es Gerüchte gibt, dass es moralisch fragwürdige Mädchen sind, die dort zur Buße von früh bis spät Schmutzflecken aus den Laken waschen, dass ihre neugeborenen Babys ins Ausland verkauft werden. Der Kohlehändler Bill Furlong will nichts wissen von Klatsch und Tratsch. Es sind harte Zeiten in Irland 1985, und die Nonnen zahlen pünktlich. Doch eines Morgens macht er im Kohleschuppen des Klosters eine Entdeckung, die ihn zutiefst verstört. Er muss eine Entscheidung treffen. Claire Keegan, beziehungsweise wer immer diese Klappentexte schreibt oder auch übersetzt, schafft es mir, sofort Gänsehaut zu geben und sofort dieses "Ich muss das jetzt sofort lesen". So ein Gefühl. Diese zwei, ich glaube nicht, dass sie lange auf meinem Sub liegen werden, dafür sind sie einfach zu dünn. Ich will wissen, um was es geht. In der Wühlkiste, sprich ein Mängelexemplar, habe ich etwas gefunden, das mir sofort zugesagt hat. Ein Buch, das eigentlich schon relativ alt ist, ich glaube, es ist 2013, 2014 erschienen, aber es hat mir einfach sofort zugesagt. Die Inhaltsangabe hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Ich spreche von Tasmina Perry, 3 Tage Manhattan, Begleitung gesucht, erschienen bei Bloomsbury Berlin und übersetzt von Katrin Behringer. Wir haben wahrscheinlich, also so wie ich das herausgelesen habe, haben wir 2 verschiedene Zeitebenen, in den 50er Jahren und in der Gegenwart. Und die Dame, die ältere Dame, die die Begleitung sucht in Manhattan, das wäre über die Weihnachtsfeiertage, findet eine Begleitung, eine junge Dame, die von ihrem Freund verlassen wurde, obwohl sie eigentlich gedacht hätte,
sie bekommt jetzt einen Heiratsantrag. Nein, er verlässt sie und möchte die Weihnachtsfeiertage jetzt nicht mit dieser Schmach bei ihrer Familie verbringen. Und deshalb nimmt sie dieses Gesuch, bewirbt sich, wird genommen. Vielleicht ist sie auch die einzige Bewerberin, das weiß ich jetzt nicht. Und da gibt es dann Manhattan zur Weihnachtszeit. Manhattan zur Weihnachtszeit hat definitiv einen bestimmten Charme, einen Glamour, einen Glanz. Und ich mag hier auch dieses Cover sehr gern. Einen tollen Verkäufer haben wir in einem super kleinen, irrsinnig netten Laden kennengelernt. Und da hat der Lisa ein Buch empfohlen und mir hat er ebenfalls ein Buch empfohlen. Und dann musste ich es natürlich mitnehmen. Es war jetzt nicht ganz so schwer, darauf zuzugreifen. Es ist eine französische Autorin und das Ganze spielt in Paris. Naja, verkauft. Von Marion Messina, und zwar Die Entblößten, bei Hansa erschienen, übersetzt von Claudia Kalscheuer. Und es hat ganz, ganz viel Aktualität, empfinde ich es. Es ist ebenfalls ein sehr dünnes Büchlein. Frankreich nur wenige Jahre in der Zukunft. Sabrina, Paul und Aurélien arrangieren sich mehr schlecht als recht unter einer kapitalgetriebenen, populistischen Regierung, die auf den sozialen Kollaps hinsteuert. Als der öffentliche Selbstmord eines Studenten zum Symbol aller Missstände wird und die Armee auf die protestierenden Massen schießt, stehen alle drei vor der Frage, in welcher Zukunft wollen wir leben und zu welchem Preis. Der Aufwand rumort in diesem Roman, der einen stechenden, kompromisslosen und zwingend notwendigen Blick auf unser mögliches Leben von morgen wirft. Hier nochmal genauer, noch nie gesehen, bei keinem, auch auf Instagram nicht, und ich bin sehr, sehr neugierig. Sehr dünn ebenfalls, ich werde vielleicht im Dezember tatsächlich einfach dünne Bücher lesen, um irgendwie doch noch mein Leseziel auf Goodreads zu erreichen, beziehungsweise auf Reader zu erreichen, mal schauen, ob das... Sie stehen nicht auf der Liste. Sätze, die ein Leben verändert haben, von Amund Schröder-Jürs, erschienen im Goldmann Verlag. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ganz neu ist. Schauen wir mal. Ich wurde dann auch geinfluenced, also komplett beeinflusst einer mega tollen Rezension einer österreichischen Buchbloggerin, und daraufhin musste ich das Buch mir einfach holen. Es sind Kurzgeschichten in diesem Buch, und zwar... Sie stehen nicht auf der Liste. Sätze, die ein Leben verändert haben, von Amonte Schröder-Jürs. Ob man es tatsächlich Amonte ausspricht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ein Frauenname. Und sie hat hier besondere Sätze, die tatsächlich lebensverändernd sein konnten, in Geschichten verwandelt. Sie hat diese Geschichten sich erzählen lassen, so glaube ich zumindest. Und dann diesen Geschichten hier jeweils einen Satz gegeben. Manchmal braucht es nur einen Satz und das Leben nimmt eine Wendung. Das kann ein einfacher Satz sein, ein Alltagssatz, einer, der politisch ist, Mut macht und verletzt. Amond Schröder-Jürs hat 24 Lebenssätze aus den Erinnerungen prominenter, nicht prominenter Menschen zusammengetragen. Die Geschichten, die sich dahinter verbergen, sind schön und traurig, stimmen mal hoffnungsvoll, mal wütend. Und sie alle sind einzigartig. Die letzte Nachricht einer Mutter, der Kriegsoffizier im sibirischen Winter, der Polizist, der den Reichstag verteidigte, unvergessliche Sätze über Jahre aufgezeichnet. Noch so ein dünnes Buch. Und diese 40 Geschichten, die werden sich wahrscheinlich sehr, sehr schnell lesen lassen. Aber bei manchen wird man wahrscheinlich Mut brauchen und auch Durchhaltevermögen. Ich habe verschiedene Stimmen und Meinungen zu diesem Buch gelesen und war sofort begeistert. Es ist der Klappentext richtig toll. Und die Stimmen sind echt nur positiv. Und deshalb, es sind so viele verschiedene Komponenten, die das Buch zusammenhalten, und alle passen auf mich. Es ist eine Sports Romance, es ist eine Enemy to Lovers, Fake Dating, es ist alles dabei. Eine deutschsprachige Autorin, ich versuch's wieder mal, und zwar Annie Thorne mit Ice Ice Daisy. Das Buch wird von der Autorin selbst vertrieben über eine Agentur. Und was ich jetzt noch sensationeller finde, ist einfach, dass es hier auch noch einen Buchschnitt gibt, und der ist richtig schön. Also ich finde, da haben wir eine
Eiskunstläuferin, da das Logo des Eishockeyvereins. Es geht um Madison, die zurück in ihre Heimat kommt, weil es mit den Olympischen Spielen nicht geklappt hat. Warum, weiß ich nicht. Und sie hat einen fixen Plan, sie möchte Trainerin werden und einfach ein gutes Leben führen. Und dann kommt der beste Freund ihres Bruders ihr in die Quere, und zwar ist das Deacon James, glaube ich, heißt er. Und er ist Eishockeyspieler bei den, ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen, Aston Beavers. Und die zwei konnten nie miteinander. Und eine ihrer Streitereien geht online, geht viral, und das ist nicht gut für sein Image. Und somit geben sie dann vor, sich wieder zu vertragen und eigentlich zu daten und ein Paar zu sein. Ihr seht, wir haben hier ganz viele Dinge, die passen, die zu mir passen, und ich finde richtig schön. Ich finde das so, so schön. Es kommen hier einige Triggerwarnungen vor, die hinten zusammengefasst sind. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt und finde es aber sehr, sehr schön. Ein sehr schönes Buch. In Wien habe ich dann etwas gefunden und gesehen, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist eine gute Idee, ich nehme das mit. Es gab auch noch 15% bei Thalia auf fremdsprachige Bücher. Da musste ich die Gelegenheit wirklich nutzen, weil ich den ersten Teil dieser Dilogie hier habe, in diesem besonderen Design und signiert. Auf Deutsch erscheint das Buch im Oktober bei Lux. Und zwar geht es um den zweiten Teil, wie die Serie dann heißen wird, weiß ich nicht, aber es geht um den zweiten Teil, 1000 Broken Pieces. Erster Teil war 1000 Boy Kisses von Tilly Cole. Und ich kann gar nicht wirklich viel über das Buch sagen, weil sonst würde ich einiges spoilern. Das will ich ja nicht. Ich kann nur so viel sagen, 1000 Boy Kisses, oh mein Gott, was habe ich geweint. Selbst ich kenne den Inhalt noch bis zur letzten Seite, und man kann über das Ende streiten. Da die meisten das Ende nicht mögen, finde ich es natürlich super. Ich glaube, das seid ihr in der Zwischenzeit schon gewöhnt. Und kann euch gar nicht viel erzählen, sondern es ist einfach so, das Buch ist da und ja, es wird ins Regal mit dem anderen dazu passenden hineingestellt. Also es wird nicht lange auf dem Sub bleiben, weil auf Deutsch werde ich es bald lesen. In Wien gibt es eine Buchhandlung, in die muss ich immer gehen. Ich glaube, die letzten 4, 5, 6 Male war ich immer bei Shakespeare & Company. Ich mag diesen Miniladen, er ist überfüllt mit Büchern, er ist überfüllt mit Menschen und er ist wirklich, wirklich winzig. Aber ich gehe da gerne hin. Und hin und wieder kaufe ich was, eher selten, weil ich ja im Moment zu faul bin, wenn es darum geht, Englisch zu lesen. Aber ich habe was gefunden und das musste mit. Das ging gar nicht anders, das war so ein innerer Zwang, weil ich denjenigen, der da das Buch geschrieben hat, einfach richtig toll finde. Ich bin, glaube ich, seit 30 Jahren Fan von diesem Menschen und mag den irrsinnig gern. Und ich habe gewusst, dass er was schreibt, aber ich wusste auch nicht, kommt das je nach Österreich oder wann es soweit sein wird. Das war so etwas, ich wusste, dass es kommen wird, aber ohne nähere Bezeichnung. Und dann habe ich es gesehen und dann musste es einfach mit. Und zwar von Keanu Reeves gemeinsam mit China Mieville, The Book of Elsewhere. Es ist ein Genre-Mix, so wie ich das verstanden habe, aus Fantasy, ein wenig Gruselfaktor, Abenteuer, also eine irgendwie schräge Mischung. Aber die Inhaltsangabe klingt auch noch recht gut. Es geht um eine Figur, die seit Dekaden, Jahrtausenden lebt. Und er hat verschiedene Namen, heutzutage nennt man ihn einfach B. Und der einzige Wunsch, den er hat, ist zu sterben. Und er wird von einer Organisation angesprochen, das ist so eine US Black OP Organisation. Und die bitten ihn um Hilfe, denn seine Kenntnisse und alles, was er kann und alles, was er ist und so weiter, würden ihn wahrscheinlich zum Sieg verhelfen, was auch immer diese Operation dann sein wird. Und sie versprechen ihm dann, dass er dann sterben kann. Ja, und das dürfte sich dann wahrscheinlich nicht ganz so einfach gestalten, wie man sich das vorstellt. Aber ich weiß es nicht. Ich habe
es war so dieses, oh, er hat was geschrieben, das weiß ich, jetzt habe ich es gesehen, ich habe es gefunden, ich nehme es mit. Es wird wahrscheinlich nie wirklich gelesen werden, es ist eher kompliziert und es ist doch, ja, es ist gut 100, nein, wie viele Seiten hat es denn? 350 Seiten, also es ist schwer zu schaffen. Aber für mich bedeutet das eine regelrechte Überwindung im Moment, Englisch zu lesen. Aber ich muss es unbedingt haben. Ihr versteht, was ich meine. Wenn man so Fan von jemandem ist, dann kann das schon eine Magnetwirkung haben. Das waren jetzt die August-Neuzugänge. Ich freue mich auf jedes Einzelne. Ich habe eine wahnsinnige Freude damit. Und ich komme jetzt nochmal zurück auf den Anfang, der ein wenig, ich nenne das jetzt melancholisch war. Es gibt so Phasen im Leben und die letzten Tage waren, ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, extrem überfüllt mit Hiobsbotschaften. Und ganz egal, ob man Social Media aufgemacht hat oder die Nachrichten sich angehört hat, irgendwo war immer die Keule dabei und das hat mich sehr deprimiert. Und deswegen bin ich jetzt sehr, sehr froh gewesen, dass ich in diesen Büchern schwelgen habe dürfen. Und weil ich das wieder öfter machen will, das habe ich ja schon Gott sei Dank angedeutet, beziehungsweise auch schon gemacht, gibt es heute auch wieder die drei guten Dinge des Tages. Ich muss mir das viel, viel öfter in Erinnerung rufen, beziehungsweise durchziehen. Es gibt so vieles, was schön ist und wofür wir dankbar sein können, beziehungsweise ich dankbar sein kann. Und heute war ein klitzekleines Highlight. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Österreich ist es so, dass wenn man in der Stadt ist und über einen Zebrastreifen gehen will, dann müssen die Autofahrer stehen bleiben. Das funktioniert im Großen und Ganzen sehr gut, manchmal nicht. Aber heute war es wirklich total lustig, weil das Auto blieb stehen. Ich konnte über den Zebrastreifen drüber gehen. Also es war so. Und dann habe ich in die andere Richtung weitergehen müssen. Und da gibt es ebenfalls einen Zebrastreifen. Und der junge Mann, der hinterm Steuer saß, musste diese Kurve nach rechts. Und wir haben uns dann angesehen und mussten beide so lachen, weil irgendwie war das total ungewöhnlich und lustig, dass man sich anschaut und sagt, ah, ich kenne dich aber schon. Und er war total freundlich und wir haben dann beide lachen müssen. Es war einfach so ein Moment, ein kurzer Moment der Freude und einfach, dass man es lustig hat und das war einfach herzerwärmend. Und das sind so die Kleinigkeiten, auf die wir Acht geben müssen. Dann, wenn dieses Video online geht, sind die Beate und ich auf dem Weg nach Garmisch und treffen uns dort mit einem Teil des Autorinnen-Duos Michelle C. Ahrens, mit der Conny. Und es wird über Gott und die Welt gesprochen, aber natürlich viel über Bücher. Und das ist so ein Mädels-Feel-Good-Tag. Und ich freue mich sehr drauf und bin mir sicher, dass wir einen tollen Nachmittag verbringen werden. Wir sind in Garmisch im Waffelhaus. Mal schauen, wie viele Waffeln wir denn dort schaffen werden, beziehungsweise welche Arten von Waffeln es geben wird. Also ich freue mich sehr darauf. Das dritte gute Ding des Tages ist dann einfach, mir selbst zu sagen, dass es mir gut geht, dass ich in einer sehr, sehr privilegierten Position bin, dass ich dort lebe, wo andere Menschen Urlaub machen. Und ja, in Tirol ist alles viel teurer als sonst wo, aber dennoch. Und ich hier das machen darf, was mir Freude bereitet, in Frieden, in Ruhe, ohne Angriffe zu erwarten. Und das ist schon etwas ganz, ganz Tolles. Und ich muss das wirklich für mich immer wieder mir sagen, dass ich das wertschätze. Das ist nicht so, alltäglich und nicht gewöhnlich, sondern wirklich was ganz Besonderes. Ja, jetzt habe ich genug philosophiert und genug Melancholie verbreitet. Das wollte ich nicht, sondern es soll hier tatsächlich ein Safe Space sein, ein Happy Place und mit vielen tollen, guten Büchern. Und in den Kommentaren bitte gern eure drei guten Dinge des Tages und natürlich die Bücher, die im August eingezogen sind. Das war jetzt ein wenig länger wieder mal dieses Video und ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, eine tolle Woche, lasst es euch gut gehen, tut euch selbst was Gutes, bitte bleibt gesund und vor allem sucht euch guten Lesestoff. Viert euch, bis bald!